Ohren und eine Banane? Ja. Und eine Nase. Bananenohren. Papa, sieh mal, du bist ein kleines Baby. Mann, du bist ein kleines Baby-Kino. Guten Morgen. Okay, guten Morgen, auf alle Fälle. So. Sollen wir mal wieder in den Tag starten? Heute ist letzter Tag für Felix. Felix. Genau. Wo ist Felix? Ich habe geschrieben, ob er bei mir anfangen kann. Ja, wie habe ich gelesen? Aufgeschlüsselt, ja. Weil das guter Verdienst ist, oder? Das ist eigentlich ein guter Verdienst. Also, dafür, dass er eigentlich gar nichts richtig macht. Darauf habe ich jetzt gerade neu antwortet. Jetzt hat man geschrieben, was er gemacht hat dafür. Und für drei Schlauchwechsel reicht ja noch nicht mal. Die drei Schlauchwechsel, da hat er ja sogar insgesamt 47 Euro bekommen. Wie, warum? Weil das jetzt über zwei Tage hingezogen hat, Mensch. Hat den einen Schlauchwechsel gestern gemacht und heute hat er zwei. Gestern. Ihr wisst schon. Vorgestern. Und den anderen hat er. Die anderen beiden hat er gestern gemacht. Und dafür nicht 47 Euro kriege ich, verdiene ich nicht dafür. Eigentlich total abgezogen, was da da ist. Also, ja, es hilft ihm. Natürlich. Mir nicht. Es hilft das kostet ihm. Uns nur. Das kostet uns. Das ist ein reines Hobby. Aber wie gesagt, am Montag muss er sich ja gerade machen für seine Strafe. Naja, ich finde, auf alle Fälle finde ich, das ist ein sehr guter Verdienst. Das würde ich gerne verdienen. So, einfach nur für. Im Grunde genommen hat er den Schlauchwechsel ja nicht mehr gemacht. Ja, also wie gesagt, habe ich ja auch geschrieben, ich habe die eigentlich, war ja alles vorbereitet, war ja alles, da lagen die neuen Räder, ich habe eben die neuen Reifen gebracht. Und er muss dann, ja, seine Aufgabe war einzig und allein, das Rad aufzuziehen. Aufziehen, pupp, reinstecken, links und rechts festschrauben. Das andere aufziehen, pupp, reinstecken, den Schlauch links und rechts festschrauben dann. Fertig. Im Grunde genommen. Bitte. Und die Gabel einbauen? Naja, Gabel war da, Steuersatz war schon da. Habe ich ihm dann auch noch alle so gesagt, macht das so, dann kommt das darauf. Er kann er nicht. Der kann, sobald er in, hast du ja gesehen, jetzt, ja. Du warst ja da. Sobald es eine Variable gibt, dann ist vorbei bei ihm. Dann stand er da auf immer mit dem Steuersatz. Da war immer noch nicht passiert. Na, dann bin ich ja runtergegangen, haben wir zusammen gemacht. Ne? Weil sonst, der kann alleine, kriegt er nicht. Der muss betreut werden, an der Hand genommen werden, richtig. Und nicht mit 40. Mit fast 40. Und der ist ja nicht mal krank, oder? Also, naja, nicht behindert oder ja. Sowas, ne? Wo man sagt, okay, der braucht halt eine Betreuung, aber das hat er selbst zerstört eigentlich. Ne? Selbst zerstört, ja. Aber ja, da kann ich, wie gesagt, nicht mitreden. Da weiß ich nicht, was das alles macht mit dem Körper. Und vielleicht ist da erstmal ja dann am Ende auch viel beballert. Ja, meine ich ja. Er hat sich selber gut gemacht, ne? Weil der bestimmt. Armer Kerl. Na, eigentlich müsste er ja kein Geld kriegen. Dürfte er ja kein Geld kriegen, weil er sich davon ja eh wieder Drogen holt. Aber wie gesagt, wenn er Hand kriegt, dann kann er nicht. Dann kommt er ja nicht über den Tag. Also, ja, boah, was? Ah, jetzt willst du machen. Ist ja auch egal. Also wie gesagt, das ist ja. Ich hoffe, dass er seine Strafe ordentlich abarbeitet. Ehrlich gesagt, dass er das durchzieht, aber da ist er ja ständig unter Kontrolle, ehrlich gesagt. Da wünschen wir ihm alle Gute für. Wie lange muss er? Ist ja ein Drogenverein, wo er das macht. Mhm. Da packt er so Hygiene-Päckchen oder so heißt das. Für so. Obdachlose wahrscheinlich drogensüchtig. Und naja, wie lange ist er beschäftigt? 2000 Euro durch 15. Ja, das ist alles. Also nur los. Was ist das für ein Theater? Ich kann am frühen Morgen. 133 Tage. Ich kann ja nicht mehr rechnen im Kopf. Muss er das jetzt machen? 133 Tage. Ja.
Und dann muss er ja pünktlich da sein. Ansonsten geht er ja in den Knast. Wenn er da Probleme hat oder so mit irgendwas Zeug, der kriegt ja da, ist ja alles unter Kontrolle da. Komm, die Eltern tue ich, Hier, Roma, ich muss jetzt los. Ja. Und klar kann ich mir das auch nicht leisten bei jedem. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht, dass jetzt hier die Leute auf die Idee kommen. Na, Stoffel, mach ich auch. Drei Stoffwechsel schnell, zack, bum, bum. Gut, Kaffee. Na ja, gucken wir mal, wie der Tag wird hier im Wetter. Jeder Tag ein neues Glück, neues Leid. Was hält er wohl für uns bereit? Erstmal Kotze. Hat draußen einer vor die Bank gekotzt. Schön. Das ist toll. Halt fürs Birnchen. Zack. Okay, Mann, hör mal, die Kotze ist so halbwegs weg. So halbwegs weg. Oh Mann, ey. Kotzt der Wurm da an, ey. Ja, was würde ich sagen? So, ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Aber ich habe gestern hier trotzdem den Computer irgendwo hin und her bewegt. Ach, der ist ja da. Völlig bescheuert, der Tommy. Völlig durch. Ja, recht haben wir. Computer. Schauen wir mal kurz mal, was sich so bewegt in der Welt. Also halt nochmal auf Anfang, natürlich stimmt es. Dass ich dass es nicht 29 mm Tretlager ist. Das sieht er ja nicht. Das ist ja Quatsch, das ist total bescheuert. Ah, Mensch, ist natürlich, also auch 29. Ich sag, wie die Zahl hier genommen habe. Der Gehäusedurchmesser ist 33 mm ist der Gehäusedurchmesser, Innendurchmesser, lichte Maß. Und ich brauche ein Presslager für 33 mm. Also 33 mm ein Presslager, Vierkant. Vielleicht spuckt er ja da auch was aus, ne? Also, das ist ja wirklich... Universalreparaturlager. Ja, das ist. Da ist halt die Ding zu kurz. Ja, das ist auch eine kurze Verschraubung. Ja, aber vielleicht kann man dann tatsächlich die Dinger mit Gewinnerin drücken, ey. Einfach reinpressen. Hier das Lager, mal gucken, wo ich so weit finde, dann probiere ich das einfach mal aus. Wäre doch geil, wenn das Rad fertig wird. Ja, so ein FAG-Lager, das hat ja Plastikschalen. Ich meine, die sind natürlich nicht stabil genug eigentlich, um die... Aber vielleicht, wer weiß. Ist denn ja auch keine Ruhe. Was für ein Scheiß erzählt man den Leuten. Diese Lagerbreite gibt es nicht mehr. Naja, gibt es ja auch nicht mehr. Also das ist Fakt. Also Sie sehen, Presslager für die Breite. Ah ja, 29, wie komme ich auf 29 mm?
Ja, das passt halt nicht. Das BSA passt dem ganz genau nicht. Jetzt könnte man echt mit dem Tretlager Gewinde Schneider eventuell BSA Gewinde reinschneiden. Das ist quasi ein BSA. Rohling. Ja, warte mal so. Soll ich es riskieren? Immer wenn man was probiert, ist ja auch immer der erhobene Zeigefinger von euch dann gleich wieder irgendwie im Weg so. Also im nicht im Weg, aber im Gedanken. So denkt man so, ah, dann duddeln sie gleich wieder rum oder so. Aber eben, das ist es ja, experimentieren. Was soll ich denn machen? Ihr kriegt dieses Presslager nicht dafür? Oder kriegt man das? Sag doch mal. Ist das gut oder ist das nicht? Leck, Motherboyen! Naja, na, guck mal. Tja, also, ja, ne? Also ich glaube, so hart wie das jetzt drin geprügelt wurde, yay, ist das vielleicht ja nicht so schlecht, yay, yay. Ja, einfach mal probieren. Wahnsinn, ey, freut mich ja richtig. So ein überaus positives Ergebnis. Also ich denke mal, das hält. Und man, das ist ja quasi nahezu immer reparabel. Ist ja Wahnsinn. Und günstiger ist es auch noch. Da ist ja jetzt ein einfaches Lager drin. Kostet jetzt auch nicht so viel. Mensch. Die Lagerlänge stimmt auch noch. Ey, ist ja Wahnsinn. Wieso das denn alle hält? Wieso geht denn heute alle glatt hier? Geht doch nicht rund. Soll ja nicht sein. Soll sein, soll sein. Läuft, läuft. Schön. Schön. Ja, danke nochmal für den Denkanstoß natürlich über den Kommentar. Also ist ja, ne? Also deswegen lese ich die Kommentare ja auch. Weil das im Grunde genommen sorgt dafür, dass man nochmal drüber nachdenkt, denkt sich, naja klar, das ist ja sowieso viel zu wenig. Also das war genau die Initialzündung. Habe ich ja gedacht auch. Habe ich ja jetzt dann schon mir überlegt, wo ich dieses Reparaturlager reingehauen habe. Habe ich gedacht, naja, mit die Winde müsste das doch eigentlich irgendwie passen, aber hast du nicht mehr. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, ich hatte noch einen zum liegen. So ein SKF-Lager mit Plastikschalen. Muss halt sein, mit Aluminium. Und das ist natürlich nicht richtig ballert. So, oh, der will fliehen ohne Ende.
Ja. Oh, weggemacht hast du nicht. Der Kotze. Union rüstet eisern auf. Wolfgang, hast du hingekotzt? Nee, was? Wie? Mach da so was. Ja, wie sieht doch. Ihr Helden. Ach Mensch. Schöner Wagen ist das, hat gesehen gestern. Ja. Schöner Ding. Berliner Feuerwehr rettet 6 Kinder, 7 Erwachsene, einen Hund, eine Katze aus brennendem Haus, meine Güte. Hast du da viel dran zu machen, nur an den Wagen, oder? Flucht da oben. Ja. Die sieht doch alt aus, oh Gott. Der ist alt. Ja, 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 ja. Die ist 72. 72, na ja. Ist nicht mehr so wie früher. Ja, mit ihrer nackten Tatsachen. Witzig, ja, ja. Und die immer gesehen hast, ja, ja, ja. Die Ingrid. Und Alex hat ja wieder gestern gewühlt, bis abends um 8 oder 9 hier. Da, da hat er die Hälfte am Baum dahin gestellt. Da. Naja. Hat er gemacht? Oh, oh, ein Verrückter. Dass das seine Frau so mitmacht, wa? Das, das ist ja deren Sache, ne? Das müssen die ja wissen. Die geht arbeiten und er rennt sich durch die Straße rum mit Paletten, also. Die Schmatze. Die Schwarze. Die Schmatze, la Negrita. La Negrita. Ah, bueno, muy bien. Die Schwarze, wie heißt das? Ich bin Carlos, ja? Ja. Die Schwarze? Die Schwarze. Die Schwarze. Schwarz. Die Schwarze. Schwarz. Ich war schwarz. Ich war negro. Ich war negro. Wir in Kolumbien ist ein nice Freund, guter Freund. Ja. Hey, was ist passiert, mein Negro? Ja. 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 Mein Spaß, was ist passiert, mein Spaß? Okay. Dann bist du. Alles gut, mein Negro. Ja. Das ciao. Ciao, ciao. Felix macht Schloss-Shuffle. Ich krieg die Krise, Alter. Der hat die Schlösser überall verteilt, die Schlüssel in dem Schlüsselkasten. Da passt nichts mehr. Tja, hier kann man täglich sauber machen. So. Falsche Richtung wieder, Effi. Felix, mal früh morgens um 9 hier. Ja, vor wegen um 9 hier, ja, schon Mittag, ey. Ich war um 9 war ich hier. Um die Ecke. Dann, um die Ecke. Selbst danach muss er dann zu sein. 2 Parade für 5 Stege. Für 5 Tage. Ja. Ist weg, du. Machst du 2 Fahrräder für dich? Okay. Guck mal, Vertrag hoch, bitte. Bitte? Du nicht. Die Verwirrung. 2 Schlösser. Verwirrung. Ein Vertrag, bitte. Und es liegt nicht am Material, es liegt an mir. Ich habe direkt wieder geschrottet, Alter. Und bevor ich taub werde, da die kommen wir vorbei. Was hast du denn raufgepumpt auf die Felge? Ja, 6-7 Bar. Und nee, geht rein. Nicht. Das ist eine Niederdruckfelge. Eine Niederdruckfelge ist mit 3,5 bis 4 Bar. Ach echt? Ja. Ach so, was gibt's für einen Scheiß? Ja, naja, es ist doch keine Rennrad. Es piept immer noch, Mann. Soll ich lauter reden? Weißt du, wie das knallt? Alter, das ist unglaublich. Da fliegt dieses Teilpunkt um die Ohren. Okay, aber da hast du an der Felge erkannt. Da darf nicht so viel Saft drauf, oder was? In diesem blauen Schränkchen dahinter sind so Klatten und da liegen sie mit Vertrag. Na ja, gut, ich glaube, da brauche ich noch einen neuen Schlauch. Okay. Ich habe es diesmal auch besser, ich habe ein paar Münzen mitgebracht. Ja, das ist gut.
So eine Kacke, Alter. Die Felge ist für die Art von Reifen nicht geeignet. Nein, wir brauchen ja nur einen. Die, sind ja, die kennen sich ja eventuell, die Person. Aha. Oh, that's the Nein, 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 nein. Nee, der hier nicht, der hier schon. Muss mal drücken. Aber wohin? Kommt es dann raus? Im Loch. Ja. Ist doch scheiße, darf sich halt der Gehörgang nicht entzünden. Alter ist halt aggressiv, ist er selber. Ja. Dann mach mal bitte, dann klären wir mal bitte. Komm, Stadi, wir gehen rein. Holotech oder? Nein, nein. Ja. Ist ja bei, auf der Linke ist ja die Aufnahme klar. Holotech ist ja die Kurve. Genau. Nee, das ist ja. Alle drei, nee, wa? Nur die obersten. Mittlere und größte, wa? Die Blätter, unterste, was kann ich nicht sehen. Na, ich hole das ganze Set schon. Oder? Ja, ich gar nicht. Ja, stimmt, Matthias. Nicht. Das ist jetzt wahrscheinlich gleichmäßig verteilt, programmmäßig. Papa! Ja, bitte? Ich bin mittelgradig genervt. Ja? Wieso, was ist denn jetzt mit? Ja. Also, der Arzt, der offen hätte, sagt, nee, wir haben heute keine Kapazität mehr. Ja. Montag. Ist ja, bis Montag reicht das wieder. Das kann man über das Telefon natürlich nicht beurteilen. Das ist super. Krankenhaus? Ja, Krankenhaus sagt, sie muss kommen. Ja. Da darf man nicht warten. Genau. Ich sehe, aber wie sieht's aus? Ich habe auch ein Neugeborenes dabei. Das müssen Sie ja nicht mitnehmen. Ich sehe, ja, doch, muss ich schon mitnehmen. Ja. Ja, wie komme ich jetzt dahin? Was mache ich mit den anderen? Na, die anderen werden hier. Du musst die Dings mitnehmen. Anouk und die Kleine. Anouk und die Kleine. Ne? Die Kleine kann nicht hier bleiben. Die anderen müssen halt mal hier bleiben heute. Ne, Skirny, bleibst bei Papa. Yay! Das Krankenhaus willst du eh nicht. Krankenhaus zum Doktor? Nee. Ganz genau. Und dann die bunte Mischung. Ne? Ja, immer bunte Mischung. Und dann fahre ich mit der U-Bahn jetzt dahin. Ja. Nicht mit U-Bahn. Nee, fährst mit Taxi. Fahr mit Taxi, komm. Klasse, Scheiße. Papa! Ja, was soll ich machen? Ich kann jetzt kein Auto hier warten, weil dann kann ich nicht fahren. Ich mach selber, ich bin Bildhauer. Lass mich durch, ich bin Arzt. So ähnlich. Das ist ja. Dummerweise ist meine Werkstatt weiter weg als wo ich jetzt schon. Na, geht ja nicht, weil muss ja unten in die Werkstatt rein, ne? Zum Aufmachen. Ach so, ja. Ja, auch ein bisschen Elektrizität. Genau. Ich hätte drüben auch noch ein Fahrrad, das mir gehört. Räumt doch einfach die Straße frei. Hier mit dem Lederhalm. Ja gut, soll ich da die Pappe noch weg? Vielleicht? Ja. Achso, hast du das, die Kette jetzt gerade eben? Achso, die steht, ist da nein, geschrott. Nein, wenn du sie entsorgen magst. Hast du gerne. Jetzt Geld? Ich habe die jetzt von drinnen genommen und dann nochmal später. Okay. Ja? Okay, bis später. Auf einen Stand wiederbringen. Ein Level. So, Tonbock habe ich gekauft. Tonbock? Ne, wie heißt der so? Tonkasten. Ein Tonkasten habe ich gekauft. Ja, Fassgeräte Berlin. Okay, gut. Was ist mit Anouk? Oh, dicht. Oh. Was ist los mit Anouk? Ach ja, die passt weit irgendwie. Hm? Dann hat er so eine Angst. Hier tat sie leid? Ja. Ich war völlig fertig mit den Nerven. Hoffentlich dauert es da ganz lang. Ich will nicht den ganzen Tag da verbringen. Sie hat so eine Angst. Sie möchte nicht, dass der Termin kommt. Ey, da angekommen haben wir erstmal in der Anmelde. Schlange bestimmt 40 Minuten gestanden. Das war so voll.
bis wir überhaupt uns anmelden konnten, dass wir da sind. Und die waren ganz nett. Die haben uns dann in ein extra Zimmer gesetzt wegen Ona. Ein extra Wartezimmer, extra für Säuglinge. Und dann hat sich dann Vater beschwert und gebrüllt. Ich warte hier schon seit 3 Stunden. Was willst du machen? Und sie so, da kann ich doch nichts für, die Krankenschwester. Warum sagen sie mir das? Ich will endlich drankommen. Ich so, da kann ich mich nicht beeinflussen. Scheint es ja noch gut zu gehen, wenn er sich so eine Welle machen kann. Ja, genau. So. Die machen ja immer nach... nach Stuben. Ja, genau. Ich weiß schon. Ich war ja schon froh, dass wir das extra Wartezimmer hatten. Der Rest war mir dann eigentlich fast egal, weißt du. Aber Anouk saß schon die ganze Zeit da mit knallroten Augen. Oh, das ist schon kleiner geworden. Und es tut auch gar nicht mehr so weh. Also. Ja, und dann? Kam ja, dann kam der Chefchirurg runter, also mit so einem weißen, mit so einer weißen Tolle. So einen langen Kittel. Kriegen die bei der Geburt, kriegen die sowas immer. Super Chefchirurg. So eine große Brille. Und der hat, oh Gott, da dachte ich mir auch, muss auch ein harter Job sein. Immer so auf total lustig und alles ist gut und hier ein Witzchen und Kindern. Da. Und ja, Anouk fand das, hat das gebraucht richtig, ne? Die war so aufgelöst. Und, hat sie meint? Ja. Und dann hat er das sich angeguckt und meint, okay, wir machen mal einen Ultraschall davon. Dann sind die zum Ultraschall gestiefelt und hat sich gesagt, und er immer mit seinen Späßchen da. Da versucht sie so ein bisschen aufzuheitern, ne? Und na, er meint, okay, das ist mal relativ groß, ich glaube fast 2 Zentimeter. Mhm, ja. Ne, auch nach innen so. Und aber es war abgekapselt. Ja. Und er meint, okay, das müssen wir abpunktieren. Ne? So, und dann hat man sie ihr so eine Creme draufgeklatscht, so eine Betäubungscreme. Das musste dann auch nochmal eine halbe Stunde einwirken. Also ein paar dreiviertel Stunde saß noch damit sein und ich haben sie dann immer noch abgeklebt, damit die Creme schön dran bleibt und das alles betäubt. Und Anouk hat sich dann versteckt da in dem Zimmer, weil sie nicht wollte, dass irgendwas gekommen. Dann so nach einer halben Stunde, weißt du, komm doch zu mir. Und dann versucht sie das. Ich wollte es ihr nicht sagen, brauchst keine Angst haben, weil das will ich ja auch nicht absprechen. Ich kann verstehen, dass sie Angst hat. Ne? Meinte ich dann, naja, komm, das machen wir jetzt zusammen, halt mal durch. Ne? Nasenbluten. Panik, Nasenbluten. Nasenbluten, wo kommt das denn her? Panik, Nasenbluten. Kann ich dir helfen? Weiß ich nicht, ob du kannst. Ich weiß ja nicht, was du kannst. Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß selber nicht, was du kannst. Darfst du nicht an dein Ohr dann daran mit Dreck. Man kann, das Wort kann, in jeder komischen Übersynchronisation, fällt mir auch bei Hollywood, immer wenn die Leute fragen, so, also wenn jemand reinkommt und so, dann sagt treten Sie bitte an das Fenster zum Sprechen, ja? Wie kann ich helfen? Und dann muss man immer fragen, weiß ich nicht, ob Sie können. Aber wie darf ich Ihnen helfen? Fragt dann keiner, was ja sinnvoll ist. Oder magst du mir mal es rübergeben? Und ich kannst du mir es rübergeben, weil das frage ich ja, ob du das dazu fähig bist. Also vom Wort her. Deswegen nein, es ist doch Quatsch. Ist doch auch vom, Sprache, von der Sprache her, es ist doch... Kann, kommt, von, alles können. Kann, vom, kommt, von, können, ja. Genau. Und das kann ich. Also wie kann... Wie kann, naja, das ist schon korrekt. Du kannst es so sehen, wie kann kannst ich helfen? Es so sehen und du wie kannst kann? Es ja, aber auch kann? So sehen. Ja. Ne? Also das ist eben die Sache. Ja, der Fortsetzung folgt. Genau. Aber genau. Kannst du mir das rübergeben, heißt doch? Kann. Ja. Darf ich dir helfen? Ja. Gute Frage. Also Anouk, aber nur wenn du nicht, du musst aufpassen mit deinem Ohr, da darf kein Dreck reinkommen. Anouk, ja? Außerdem bist du krank und du musst dich schon. Ja. Nein, weil du hast gesagt, dass ich es darf, aber man kann nicht, dass mein Ohr rein. Gesund Menschenverstand! Welche Fehlerquelle von welchem Licht? Hier, das Rücklicht. Das Rücklicht? Nein, das ist ganz simpel. Da weiß man einfach Bauart bedingt, okay. Aufkleber abziehen. Ja. Aufkleber abziehen, abschrauben, Kontakte sauber machen von innen. Genau. Und weiterleben glücklich. Ja, okay. Ja. Also an denen hier ist es seltener, ja. Wenn dann in, oder naja, das kann natürlich auch der Rost hier dran sein, also da auch immer, vorne funktioniert aber. Ja, na, dann ist das Tier. Wahrscheinlich bauartbedingt, wie gesagt, da musst du hier diesen komischen Aufkleber, also den wirst du nicht abkriegen, aber kannst du mit dem Schraubenzieher ein Kreuzstütz hier drin. Da ist ja schon offen. Okay. Dann mach mal. Ja. Da sind die Kontakte hier unten. Ich sag's ja so, das
Das machst du so. Naja. Dann ziehst du sie runter, ja, machst sie richtig blank. Aber ja, pass auf, dass sie nicht abreißen. Stahlwolle. Ne? Okay. Stahlwolle habe ich nicht gesehen, Herr Leser. Ja, habe ich ein paar Mal hier rumfliegen gesehen. Aber. Hier, bitte, hier, nicht verlieren. Bitte. Den Wetter. Ja. Obwohl, duschen kann ich schon mal wieder. Ne? Das stinkt ja hier, ist ja unglaublich. Ja, wie die Kürze, ne? WG40. Das schnuppert nur oder was? Ja, siehst du? Ja. Ach so, nee, weil ich neulich ein Schloss gefunden habe. Was offen war, wa? Aber egal, ob offen oder zu, der fängt an vermanifizieren. Ja, ich hab's heute. Bestimmt 100 Stück da unten liegen. Ketten nehme ich die mal. Irgendwas da sammeln. Hm. Da müssen wir brauchen. Sieht doch geil aus, wie da am Land, ey. Finish wollte die. So, Lichtanlage funktioniert auch. Ist so schön gemacht. Der Felix hat das Rad geputzt. Ja, so fein. Ja, und wenn der Felix fertig ist, dann gehen wir los. Amen. Rein. Ab die Post. Ja, Thorsten steht nur in der Gegend rum. Yay, yay. Oh, guck mal, lässt auch die Blätter hängen. Ja, das ist scheiße, ich weiß nicht. Reicht mir mal die essen. Kannst du alles vergessen. Vorgestern waren die noch weiß gewesen, ne? Durchsichtig weiß vorgestern. Das wird hier alles nicht in dem Baum. Nein, das ist Blume. Super. Haben wir das? Was für eine Gang, ey. So, jetzt. Felix, noch letzte Worte? Ja, dann danke euch, treue Zuhörerschaft, treue Leserschaft und so, ne? Großartige Anfeuern. Ja, ja, genau. Werden wir sehen, wie es weitergeht, ne? Kann ja nur schlimmer werden. Na, du berichtest auf alle Fälle, ja? Ja. Bleib dran und nicht, dass du wieder in der Versenkung verschwindest oder so. Brechen, genau. Fasten brechen. Ja? Ja, wir bleiben auf dem Laufenden. Stay tuned, ja? Don't touch the dial. Das Dial nicht anfassen. Don't touch. Ich soll ja ab und zu zum Aufräumen kommen, genau. Zieh mir an, ey. Okay. Genau. Dein? Was denn, bitte? Jungs ziehen? Montag. Ach so, ich dachte. Ja. Alle. Hier, nehmt ihr das mit hoch, bitte? Aber wir gehen nicht rein. Ne, ich aber. Dann bleibt er alleine draußen. Achso, du gehst rein jetzt. Feierabend, Feierabend. Schotten nicht, Feierabend. Sagt Tschüss zu Felix, alle. Tschüss. Ich hab die Namen noch nicht alle auf dem Schirm. Skadi, sagt doch Tschüss. Ciao, bis Montag, ja? Montag, alles klar. Berichte auf alle Fälle, wie es war. Komm vorbei. Ciao, ciao. Hallo, komm jetzt. Gut, das war's. Wir machen Feierabend auf alle Fälle. Es ist jetzt schon bereits. Oh Mann, kurz vor Nacken, ich gleich ausziehen. Thorsten bleibt hier, er schläft heute, macht Nachtwache, legt sich aufs Ohr. Nein, natürlich nicht. Heute wechseln wir noch das Platz. Ja. Anu, komm jetzt! Anu! Anu, komm! Jetzt! Komm jetzt, Anu! Komm jetzt! Zwischen 7 und 8 musst du schlafen gehen, sagt er. Also musst du schon längst schlafen gehen. Spät, du bist zu spät. Und dann schläfst du viel zu lange am nächsten Tag. Ist doch egal. Ist doch nicht egal. Hat er doch recht, ne? Ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Luki, doch mal eine Abmoderation. Was? Komm jetzt. Anu, komm jetzt. Ich geh auch. Wir gehen alle zusammen jetzt. Anu, komm. Anu, komm.
Keine Ohrringe. Keine Ohrringe mehr. Ja, dann machen wir heute ein Duell. Nur, komm jetzt. Ob ich die Ohrringe trage oder nicht? Das kriegst du nicht. Guck mal, wie du kriegst du dort am Heulen am Kopf von den Ohrringen. Dann lass ich mich die nochmal stechen. Opa, dann steche ich aber auch. Dann steche ich persönlich die Dinger. Was, was, was? Schönen Feierabend.